Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ermittler TV. Wir befinden uns immer noch auf unserer Atlantiktour entlang der französischen Biskaya und im Norden von Spanien. Wir befinden uns in diesem Moment noch in Frankreich im Ort Fures auf der Landzunge und wir machen uns heute auf dem Weg zur größten europäischen Düne und hoffen, dass wir an sie herankommen. Viel Spaß! Ja, wir haben einen super Parkplatz gefunden und hier endet dann aber unser Dünenbesuch, weil man ist hier vollkommen hundeunfreundlich. Aufgrund der Brände, die hier bei Bordeaux waren dieses Jahr, ist die Küstenstraße unten runter gesperrt. Sonst wäre es da sicher möglich gewesen, zur Düne zu kommen. Hier gibt es jetzt nur eine einzige Stiege, wie wir festgestellt haben. Wir sind extra einen Berg nochmal runtergelaufen, aber da gab es wie auf Malibu oder unten in Los Angeles gab es keinen Zugang zum Meer, weil alles zugebaut ist und die Reichen und die Schönen dort sehr wahrscheinlich residieren. Ich zeige euch das jetzt mal hier. Ja, da seht ihr das schöne Hundeschild und hier gehen die Stufen runter, aber es ist einfach nicht möglich. Ich versuche noch mal einen kleinen Blick auf die Dünen zu erhaschen und den euch zu zeigen. Um zu zeigen, dass wir auch am Berg waren. Ich weiß nicht, ob ihr da oben die Menschen wie Kamele da oben auf dem Hügel sehen könnt. Da hätten wir eigentlich hoch gewollt, aber hier ist auch wieder nur ein abgesperrtes Tor. Naja, aber hier oben, das ist oben am Berg, in der Straße, konnten wir sehr schön parken. Das war ein Park for Night, war das hier ausgewiesen, also am obersten Punkt. Und dort sind auch für unsere größeren Wagen gute Parkmöglichkeiten, aber wie gesagt, leider im Moment sehr wahrscheinlich, weil unten an der Küstenstraße das zu ist, gibt es jetzt kaum eine Möglichkeit, da mit den Hunden hinzukommen. Ich weiß auch noch nicht mal, ob man die Hunde überhaupt mit auf den Berg nehmen darf. Vielleicht könnt ihr das mal unten in den Kommentar reinschreiben, wenn ihr das wisst. Ja, nachdem das mit der Düne von Pilat nicht so richtig geklappt hat, sind wir etwa 20 Kilometer südöstlich landeinwärts gefahren. Wir befinden uns hier an einem etwas größeren See. Der Ort heißt, glaube ich, Sanguiné. Und hier befindet sich so ein Campingcar-Platz. Ich werde die Location auf jeden Fall mit unten in die Zeile, in die Notizzeile reinschreiben. Hier sind gleich mehrere, also hier ist auch ein Campingplatz, aber den haben wir erst nach den bisherigen Erfahrungen erst gar nicht versucht anzufahren. Hier steht zwar irgendwas mit einer Gebühr von 7 Euro, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo ich die bezahlen muss. Eigentlich läuft es noch bis Oktober. Man kann hier ganzjährig stehen, aber von Mai bis Oktober muss man ein bisschen was zahlen und im Mai und im Oktober jeweils 7 Euro. Aber ja, vielleicht an der Tourismusinformation, ich muss mich da auch noch mal umgucken, um das herauszufinden. Im Moment, wir stehen sowieso nur für eine Nacht hier, stehen ganz alleine und es ist auch ziemlich ruhig. Hier ist nur ein Sportplatz, irgendwie ein Rugbyplatz nebenan und etwas runter, so 200 Meter Luftlinie, da ist der See, also eigentlich top gelegen und wir freuen uns auch schon hier auf eine ruhige Nacht.
Ja, ganz unspektakulär. Hier gibt es also nur ein paar Mülltonnen. Hier ist keine Fernentsorgung, zumindest nichts, was ich gesehen habe. Da gibt es wohl irgendwo einen anderen Platz. Und da wir ganz alleine sind, haben wir hier auch mal die Campingstühle und den Tisch mit rausgetan. Die Hunde haben sich wieder mal unter dem Wagen versteckt. Angeblich soll es da kühler sein, aber das bezweifle ich ehrlich gesagt. Ich will euch jetzt noch ein paar Impressionen zeigen. Und zwar ist das die Straße, wo wir reingefahren sind zum Stadion. Da haben gestern den ganzen Nachmittag bis in den frühen Abend rein Kinder Rugby und auch Fußball gespielt. Ich zeige euch hier mal, da gibt es so Anschlussstellen. Das haben wir auch unterwegs noch an einem anderen Platz am See gesehen. Aber da waren nur zwei Steckdosen meiner Meinung nach. Ob hier wirklich Strom drauf ist, das weiß ich nicht. Wenn ihr also mit eurem Van hier hinkommt, habt ihr hier vielleicht Stehmöglichkeit und auch Anschlussmöglichkeit für Wasser. Und hier haben wir nochmal einen Blick auf den See, der wirklich sehr groß ist. So, jetzt weiß ich auch, wie man hier bezahlt. Wir haben also 7 Euro bezahlt. Gerade kam ein Mann vorbeigefahren um 8.30 Uhr. Und hat das Geld einkassiert. Ich nehme mal an, man kann auch nur mit Bargeld bezahlen. Das ist jetzt keine Aufforderung an euch, dass ihr, wenn ihr hier einmal übernachtet, schon vor 8.30 Uhr abfahrt. Seid ruhig ehrlich, genießt den tollen Tag und die tolle Gegend und zahlt schön brav eure Gebühr, weil dafür wird das hier auch aufrechterhalten. Man hat ein bisschen auch Hunde Entsorgungsmöglichkeiten für den Kot, aber das sind nur ganz wenige Stellen und leider sind hier größtenteils die Hunde am Strand verboten. Das ist insofern ein bisschen schade, aber wir meinen hinten, wir können halt kein Französisch, einen Strandteil entdeckt zu haben, wo man auch mit den Hunden ran kann. Das sage ich aber in aller Vorsicht. So, ich, wie gesagt, der See ist ganz groß, man kann hier Katamaransegeln machen und so weiter und so weiter. Also hier gibt es sicher eine Menge Möglichkeiten. Wir sind halt in der Nachsaison hier. Es ist der 6. Oktober. Heute ist es ein bisschen trüb, deswegen kann ich euch leider keine strahlenden Sonnenscheinbilder zeigen. Und während ich hier spreche, haben wir ja auch noch ein paar Aufnahmen aus der Luft. Die muss ich jetzt erstmal dann aufnehmen. Und wir machen uns heute weiter auf den Weg nach Biarritz, wo wir auch nur eine Nacht übernachten werden, da es uns nach Nordspanien hinzieht. Hallo zusammen, wir haben gestern Nachmittag Biarritz erreicht. Wir wollten eigentlich auf das Camping Biarritz, aber unser Wagen, so wurde uns gesagt, sei zu schwer, weil sie dort Grasflächen hätten und wir würden dort einsinken. Also das war sehr wahrscheinlich nur das, was in dem Moment noch frei ist. Es war eine ziemliche Anfahrt. Obwohl wir gegen Mittag da waren, kamen dort auch schon ganz viele Wagen an. Also hier Biarritz scheint so ein kleiner Umschlagpunkt zu sein für Leute, die aus dem Westen, aus Spanien kommen oder nach Spanien eben einreisen wollen. Und sie sind aus allen möglichen Ländern. Wir zeigen euch ein paar Bilder, sowohl Standbilder als auch ein paar Videosequenzen unten aus Biarritz. Da wir von hier aus 3,5 Kilometer in eine Richtung gehen mussten, quer durch die Stadt auch bzw. am Strand entlang und wir die Hunde dabei hatten und wir haben insofern auch nur Handyaufnahmen gemacht. Dabei viel Spaß. Musik.
Wir sind jetzt hier oder haben übernachtet auf einem der vielen Stellplätze, die es auch um das Camping Biarritz gibt. Wir haben auch gestern versucht, bei dem Campingplatz Yellow unterzukommen. Das wäre allerdings dann erst ab heute möglich gewesen und man hatte eigentlich auch ein Minimum von 2 Nächten. Wir hatten uns aber entschieden, dass wir doch recht zügig nach Spanien, nach Bilbao reinfahren wollen. Ich zeige euch hier so ein bisschen was von dem Stellplatz. Ich muss mal nach hinten schauen, um selber den Namen zu sehen. Also Gabriel Dorsiat, aber wie gesagt, hier gibt es viele Plätze. Hier hatten wir die Möglichkeit, obwohl er eigentlich wohl nur für 7 Meter Fahrzeuge ausgewiesen ist, so konnten wir hier trotzdem mit unserem 9 Meter Wagen stehen. Gleichzeitig mit uns war ein Concorde reingefahren mit 8,60 Meter Länge. Und wir haben noch einen Platz gefunden, wo wir so ein bisschen an Berg anstehen konnten, weil unser Fußboden geht ja nach unten weg, nach vorne zum Führerhaus. Und insofern versuchen wir ab und zu dann mit der Schnauze vorne ein bisschen nach oben zu stehen, damit wir auf die Keile verzichten können. Das haben wir hier so gemacht, sodass der Boden einigermaßen eben war für uns. Ja. Leider das Negative hier ist, dass eben teilweise eigentlich Keile notwendig sind und weil es ist nicht sehr eben alles und es sind nur eine begrenzte Anzahl. Ich weiß es jetzt noch nicht mal genau, wie viele hier stehen. Also ich schätze mal, es können so etwa 30 Wagen hier stehen, aber eben mit unterschiedlichen Längen. In dem Preis, wir haben 13 Euro für die Nacht gezahlt, ist der Strom mit drin und die haben auch eine Fähr- und Entsorgung. Da muss ich noch mal gucken, wie das hier mit dem Wasser aussieht. Also eigentlich dafür, dass das ein Urlaubsgebiet ist, ist das recht günstig. Ich gehe mal so ein bisschen rückwärts. Ich weiß nicht, ob ihr da unten das Häuschen hinter mir seht. Ansonsten nehme ich das gleich nochmal separat ins Bild und zeige euch hier die technische Einrichtung. Also wie gesagt, von hier aus mit dem Fahrrad super zu erreichen. Man kommt hier unten nach einigen hundert Metern direkt an den Strand. Aber wie gesagt, im Zentrum von... wo sind wir jetzt hier von Biarritz? Sind es etwa 3,5 Kilometer und ihr habt gesehen, es ist eine wunderbare Stadt und auch zu dieser späten Jahreszeit immer noch sehr stark von Touristen besucht. Wir fahren jetzt im Anschluss weiter nach Bilbao, aber ich zeige euch hier noch 1-2 Szenen hier von dem Stellplatz. Ja, bevor man hier an die Schranke heranfährt, die man hier sieht. Diesen Fehler haben wir zunächst gemacht. Hätten wir uns erstmal vorne hinstellen sollen und hier an diesem Automaten, der auch mehrsprachig eingerichtet ist. Ich hole mal hier diese Länderzeichen. Ganz links seht ihr das ins Bild. Ja, da muss man zunächst die Gebühr entrichten. Man kann die Anzahl der Tage auswählen, die man stehen möchte. Dann bekommt man so ein Barcode-Zettel. Und mit diesem Barcode, da geht man oder fährt man dann hier an die Schranke vor und kann selbst aus den höheren Fahrzeugen hier, wo so ein Leseteil ist, das Ganze vorhalten. Ansonsten haben wir hier schon im Ausfahrtbereich, ja, wir haben früh morgens, entschuldigt insofern ein bisschen das schlechte Licht, haben wir hier vorne diese grauen Dinger, das sind diverse Mülltonnen.
Und hier vorne im Ausfahrtbereich gibt es eine kleine Entsorgungsstelle. Das wird mit unserem 9 Meter Fahrzeug zugegebenermaßen ein bisschen schwierig. Oder wir müssten im Grunde dann hier vor der Schranke stehen bleiben und es für die anderen blockieren. Wir selber haben hier nicht die Toiletten benutzt. Ja, ich gehe mal hier rein. Mal gucken, da geht sogar Licht an. Ja, hier haben wir Männer-Pissoirs, oh, Bidets. Entschuldigt den Ausdruck. Also das ist eine reine Toilettenstation. Hier in diesem anderen linken Teil parken lediglich PKWs. Dort ist eine beschränkte Zufahrthöhe. Und ja, hinter, also weiter nach vorne, wenn ich jetzt gerade ausgehen würde, kommt man auch zu einem großen See, der ist aber etwa 1 Kilometer entfernt. Genauso ist von hier aus der nächste Strand mit 1 Kilometer ausgewiesen. So, und hier sieht man, wie hier am Ende des Platzes stehen. Das war ganz günstig, weil wir scheinen hier so ziemlich die einzigen gewesen zu sein, die Hunde mit dabei haben. Na, stimmt nicht ganz, es sind einzelne da. Aber hier konnten wir dann mit den Hunden gut aussteigen, ohne andere zu stören, und konnten hier vorne den Waldweg hineingehen. Soweit hier das zum Platz. Die Adresse des Platzes und ein paar andere Angaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und wir machen uns jetzt auf den Weg. Wie man an der schnellen Sprache im Hintergrund erkennen kann, sind wir in Spanien angelangt. Wir sind hier auf einem Stellplatz in Zamudio. Ihr seht den Namen vielleicht dahinter, Zamudio. Und wir haben festgestellt, es gibt nicht sehr viele Plätze hier, wo wir wirklich ordentlich parken können. Keine richtigen Campingplätze, aber das Gute ist hier, hier ist es kostenfrei und man kann theoretisch mit der U-Bahn in die Innenstadt reinfahren. Ob wir das mit den Hunden machen, das ist noch eher fraglich. Also es kann sein, dass wir überhaupt gar nicht in die Innenstadt fahren. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen einkaufen, da wir den Kühlschrank auffüllen müssen. Ja, wie man hier sehen kann, ist hier doch einiges los, obwohl wir in der Nachsaison sind. Es sind wohl hauptsächlich Spanier, die hier außer uns stehen. Ich habe ein, zwei Deutsche gesehen. Wie gesagt, dadurch, dass es kostenfrei war und auch in der Mitte ist eine Fähr- und Entsorgung. Insofern ist das eigentlich perfekt für einen Besuch von Bilbao. Ja, wenn ihr nach Navi fahrt, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, dann wird er versuchen, euch hier hinter mir direkt rechts rein zu bewegen, wenn ihr aus der entgegengesetzten Richtung kommt. Das ist eigentlich von außerhalb von der Autobahn her und man hat die Einfahrt ein wenig verlegt. Ihr müsst also nur da hinten hinter diese Baustelle, hinter das neu gebaute Haus fahren. Da ist, kommt der berühmte Kreiselverkehr und dann direkt rechts runter den Berg. Ja, das war also eine Straßenbahn. In manchen Übersetzungen wird von U-Bahn gesprochen, aber es ist in Wirklichkeit eine Straßenbahn. Und die kann man wohl nach Bilbao hineinfahren. Ob es mit den Hunden geht, weiß ich eben noch nicht. Ja, wir sind aus Bilbao geflohen. Das war uns doch am Flughafen da in der Nähe etwas zu laut, zu ungemütlich. Wir standen da wie die Heringe. Es war einfach nur ein Parkplatz.
und es war noch nicht immer besonders schöner. Leider hat ja Bilbao kaum was anderes zu bieten. Wir sind also so 20 Kilometer rausgefahren ins Gebirge rein und wir sind jetzt im Moment dran am Wasser aufnehmen und am Entsorgen. Ja, meine Frau muss da ständig den Knopf drücken, weil wir sonst kein Wasser bekommen. Wir haben schon entleert. Das zeige ich euch mal hier. Einfach den Deckel hoch. Hier kann man spülen, nachspülen. Und dieser Platz hier im Gebirge, wir sind nur im Moment mit einem weiteren Wagen hier, hat die Einfahrt 2 Euro gekostet und das Wasser ist umsonst. Es gibt nur im Moment, obwohl dort Anschlüsse zu sehen sind an den Stellplätzen, offensichtlich keinen Strom. Also das ist noch nicht geregelt. Ich zeige euch das mal hier so. Ja, und es liegt total ruhig und abgeschieden. Und das Ganze für 2 Euro. Das ist doch herrlich. Ja, der Ort, wo wir hier stehen, heißt Balmaseda. Balmaseda. Wir haben uns ein bisschen quer hingestellt, weil es stellte sich raus, ja, diese großen, also breiten Pitches, die da sind, sind eigentlich für so Wagen bis 7,50 Meter nur geeignet. Wir hätten zwar da stehen können, aber wenn das hier voll wäre, hätte man nicht mehr durch den Mittelgang so richtig fahren oder rangieren können. Also haben wir uns hier einfach quer hingestellt. Und wie man vielleicht sieht, wir sind immer noch zu zweit und werden es wohl auch bleiben. Das Wetter hier zieht ein bisschen zu. Deswegen haben wir auch schon wieder die Sachen reingeräumt. Und es könnte sein, dass es Regen gibt. Naja, morgen geht's weiter. Dann fahren wir nach Santander. Und dort wollen wir versuchen, auf einen Campingplatz direkt am Meer zu kommen. Also nicht in die Stadt rein, sondern etwas nördlich, direkt am Meer, ein Campingplatz. Und da werden wir euch dann weiter von berichten. Ja, vor lauter Moderieren habe ich doch vollkommen vergessen, dass das hier das Ende von Folge 3 ist. Weil wir fahren dann erst in Folge 4 nach Santander und dann noch weiter am Atlantik entlang gen Westen nach Santiago de Compostela. Meine Frau hat hier was Wunderbares gekocht. Wir haben ein paar Calamares eingefrorene gekauft und die einfach mit Soße angedickt und dazu ein paar Nudeln. Ja, wir lassen es uns jetzt schmecken und verabschieden uns für diese Folge. Sagen Servus, Adios. Bis zum nächsten Mal in Folge 4. Ciao. Ciao.